Ach, weil ich die Leiter benutzen soll. Ich gehe diesmal zuerst. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Von uns. Sie ja. Hat einen Bogen. Na klar. Die Ältesten wissen, was das Beste für uns ist. Weil sie alt sind. Und Älteste. Ich dachte, die schleudert die andere jetzt einfach runter. Warum überlebt er das? Mir einfach wieder im Weg.
glaube, das war die letzte. Verdammtes Gas. Seraphiten, wie auch immer. Ja, verdammt. Ich habe dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Mir fällt gerade ein, Abby hat doch Höhenangst. Also, sie zeigt es bis jetzt gerade gar nicht, aber normalerweise war das eine ihrer Ängste. Oder ihre einzige Angst. Und natürlich die Angst, ihre Freunde zu verlieren. Weil sie innen drin einen ganz weichen Kern hat. Okay. Und jetzt? So ein richtig schöner Schraubenschlüssel. Hoch. Ja. Den gräte ich erstmal ab. Mir hat heute mein Koch übrigens auch gebeichtet, dass er meine Streams nicht komplett guckt. Voll der Anti-Fan. Das für mich. Ja, so sehe ich das auch. Das bedeutet nämlich, dass ich später alles nochmal erzählen muss, wie mein Tag war. So ein Stress. Ich habe vorhin nicht mal gesagt, was dein wahrer Job ist, weil ich deine Privatsphäre ist das schätze. Ein ja. Ich schätze deine Privatsphäre. Hey, zieh das Gitter runter. Auch. Respekt, dicker weißer Bruder. Also sie könnte auch schwarz sein und hat weiße Hände. Vielleicht hat sie auch eine Hautkrankheit. Und deshalb Cherokee-Indianer. Darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott. Denk an die guten Seiten der Angst. Die guten Seiten? Ja. Du wirst schneller. Heilige Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommende freut. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Ich hab's durchschaut, schaut deine Streams, kocht für dich und geht einkaufen. Das ist deine Mama. Witziger, ja, richtig, schaut nicht die Streams, wie meine Mama halt. Mein Vater hat aber letztes Wochenende gesagt, ich brauche schon eine zweite Mutti. Ist das von der Prophetin? Und die meisten Frauen wollen halt keine zweite Mutti sein. Ja. Für ihre Freunde. Dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug. Das ist doch hart unsexy. Es tut mir auch sehr leid. Du bist auch überhaupt nicht wie meine Mutter. Wie praktisch. Das ist wahr. Du bist nicht wie meine Mutter. Meine Mutter hätte niemals gespült für mich. Die hätte gesagt, komm runter, du scheiß Arschloch, und mach deinen Kack hier weg. Na, sie hat vielleicht nicht Arschloch gesagt. Hallo, ich habe gerade erst mein Essen aus dem Ofen geholt, da hat die mich schon angeschrien für, dass dann irgendwas in der Spüle stand. Da habe ich noch mal das warme Essen auf dem Teller gehabt. Meine Mutter ist toll, sie ist ein sehr mitfühlender Mensch. Jedenfalls zu anderen und nicht zu mir. Nee, aber mein Vater. Und der erzählt ja das dann, der petzt.
Na, meine Mutter ist wirklich toll. Aber ich und sie sind halt nicht kompatibel im Zusammenleben oder in der Nähe direkt zusammen wohnen. Finde ich hier oben. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Lev. Du bist ein ganz anderer Charakter als meine Mutter. Fuck. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Es ist nicht so schlimm, da über die 8000 Kilometer Höhe. Du siehst den Boden noch gar nicht. Wovor sollst du denn Angst haben? Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Guck, du siehst den Boden gar nicht. Es ist nicht die beliebteste Route. Einfach nicht nach unten. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev! Jetzt? Ihr habt verkrampft gewirkt. Geh einfach! Oh, Gott sei Dank. Ein bisschen Frisuren passt, dann bin ich auch ein guter Edward Norton. Geschafft! Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Richtig. Komm her, lass dich umarmen. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Der schlimme Weg kommt jetzt. Wieso? Siehst du gleich. Ach du Scheiße, Lev. Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Ja, voll schön. Oh, fuck. Zu mir. Ich kann das nicht, Lev. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Aber du führst. Komm schon. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Wahre Stärke! Vor allem, das Problem ist ja nicht nur die Höhe, sondern auch der Wind. Ich freue mich schon auf den Rückweg, ey. Komm schon! Mir ist schwindelig! Abby! Halt dich fest! Zieh mich um! Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Hm.
Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude, aber in diesem Teil war ich noch nie. Die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Vor allem 25 Jahre ohne Pflege und irgendwas. Und das Schwimmbecken hält noch dicht in einem Hotelanlage. Und es ist noch mit Wasser gefüllt. Also es ist nicht verdunstet oder weg. Schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. 11.18.79, das ist bestimmt ein Passwort für den Safe nachher. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Danke, Chat, fürs Reinschreiben. Da steht schon, bitte lässt während eures Schicht keine Wertgegenstände rumliegen. Es gibt einen Safe in der Abstellkammer in der Lobby. Der Code ist der gleiche wie fürs WLAN. Dabei kannst du auch Wifi schreiben, weil WLAN ist auch nicht der deutsche Begriff. Kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Scheiße. Das Ding geht wieder zu. Ich muss in den Kontrollpunkt zurück, weil ich habe nicht alles abgesucht. Entschuldigung. Wohin jetzt? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich noch nie. Das ist die Kacke, wenn man mit sowas mal anfängt, ne? Dass du dann sagst, okay, dann gehe ich jetzt mal eben wegen dem Dialog oder so den Kontrollpunkt neu starten. Ob wir irgendwo runterkommen. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Da ist er nämlich. Das war's.
Geht er nicht, weil ich den Zettel noch nicht gefunden habe? Ach, 78. Da hat einer eine Nummer höher geschrieben. Echt, ey, der Chat hat die Nummer falsch geschrieben und ich habe von dem Falschen das genommen und nicht von jemandem, der das richtig geschrieben hat. Verrat an den Imperator, ja. Und dann später Straßen gebaut, die keine deutsche Norm ist. Arbeitslager in Sibirien kommst du. Und du wirst der erste Inhaftierte sein, was bedeutet, du baust das Arbeitslager auf. Du kommst an auf eine leere Fläche. Und wenn Russland kommt und sagt, du musst da weg, dann sagst du, nee, der Imperator hat gesagt, ich muss das Arbeitslager hier aufbauen. Kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Nur eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Depp, Victor und Irina sind tot. Avery und Marley werden vermisst und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedra umbringt. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Upsala, upsala, upsala! Vorsicht! Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch wieder nicht überlebt. Jetzt aber auch mit Höhe. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Mach weiter. Da vorne ist so eine Leiche mit Gasmaske. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Gasmaske.
Ah, hier ist doch noch eine Maske von der Corona-Pandemie 2020. 50er-Pack. Für 14,95. Das nehme ich erstmal mit. Ja, da war der Ausbruch schon 2013. Corona hat die Menschheit dann gerettet, weil sie nur auf Infizierte wirkte. Party, Party! Ich hätte zwischendurch mal gedacht, dass der Endplot wirklich ist, dass Ellie und Abby aufgrund irgendwelcher Gründe am Ende gegen die Religiösen kämpfen, gegen die Ska. Aber ist leider auch nicht so. Einfach da oben bleiben, okay? Aber anscheinend sind die Ska ja auch lieb. Ich hatte sie zwischendurch auch als die fanatischen Feinde, also beziehungsweise die richtigen Fanatiker, die so richtig einen an der Klatsche haben, eingestuft. Aber es wurde ja auch schon wieder, also widerlegt. Einzige richtige Scheiße sind Infizierte. Und die haben keine Religion oder Politik. Da ist gerade eine Dose rausgerollt. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Kackloser. Ja, beleidige noch die Toten. Ich denke schon, dass Stalker hier sind gleich. Meine Anspannung wächst auf jeden Fall. Die Dose ist ja auch nicht aus Spaß einfach auf den Weg gerollt. Pass mal auf, da kommt gleich einer raus. Wenn ich die Gasmaske hole, geht's ab. Ich bin total vorbereitet. Ja. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Da sind sie. Ah!
Schick. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Dass sie sogar so ein paar Blutspritzer am Gesicht hat jetzt. Hatte nur ein Toter auf. Und die Filter sind wahrscheinlich auch kaputt. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. War da ein Weg nach unten? Nein. Kein ersichtlicher. Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter. Komme. Da hat Abby echt gut Schwung geholt, ey. Ich geh mal runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Du schaffst das. Ich darf gar nicht hoch. Ich darf mit dem Schlauch nicht schwingen. Was jetzt? Komm mir nach. Möge der Strom ruhig sein. Avery, im Black Ray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten, vermutlich die, die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müsst das Ganze von innen einreißen. Benutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Wir haben eine riesige Horde Infizierter gefunden. Viel Glück. Noch mehr Stalker. Ach du Scheiße. Freude! Aber da ist es nicht geblieben. Ich hasse Dämonen. Sagst du das? Glücklicher Moment.
Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Echt cooles Level. Gebäude. Mit dem Riss in der Mitte. Da links ist einer.